Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Skyrim Rollenspielprojekt. Das nicht unbedingt so viel Rollenspiel ist, weil es immer wieder ablenkt, das Spiel und die Probleme, aber gut. Es ist nicht ganz balanciert und es gibt einfach Probleme so mit dem Leveln und so weiter. Wir werden aber jetzt einfach die Zauber holen und dann die Zauber ein bisschen lernen. Eventuell auch Schleichen und so Sachen. Taschendiebstahl vielleicht auch mal. Und ich wollte ja nach Einsamkeit gehen, genau. Aber dort möchte ich eigentlich noch nicht so früh sein. Wegen einem Event, diesem Kopf-Up-Event. Aber ich möchte gerne diesen Henker haben, vor allem die Henkers-Axt. Beziehungsweise Beil oder so. Henkers-Beil, gell? Jo, und hier sieht man einfach, was wir schon mal ein bisschen gemacht haben. Wir haben 1079 Gold gefunden. Und so weiter, aber ich möchte jetzt euch nicht so aufhalten, vor allem ich habe sehr viele Menschen getötet, 10 Stück. Krass. Jo, das wird mit Flammen dann auch sich verändern und favorisierte Magierschule auch und so. Okay, müssen wir jetzt nicht unbedingt zu viel sehen. So, da ist ja unsere Chavis, genau, und unser Hund Meko. Der Meko. Auf jeden Fall, wir sind hier in Drachenbrücke, das ist die Drachenbruck. Oder Drachbrücke. Und ja, es sind einfach viele starke Feinde unterwegs. Wir müssen eventuell doch ein bisschen wieder runterschrauben mit dem Schwierigkeitsgrad, sonst schaffen wir es nicht. Weil zum Beispiel der linke Spell, der Atronach, ist ein bisschen teuer und langsam zum Casten. Aber ist cool. Da müssen wir einfach noch ein bisschen Magie leveln. So, jetzt haben wir leider Nacht. Können wir hier übernachten? Ja, es ist eine Taverne hier. Drachenbrücke entdeckt. Geil. So, guten Morgen. Ture 2 Äxte? Es ist ja schon fast morgen. Dieser Zauberspruch sieht schmerzhaft aus. Ja, der macht dir so viel Aua wie mein Arsch. Mein Arsch macht gerade weh, weil ich einen schlechten Stuhl habe. Guru, Guru, drei weiße Tauben. Ja. Ihr merkt es, ich bin wieder ein bisschen fitter. Ein Schwein. Boah, wie laut. Hallo. Ich kann es kaum erwarten, noch einen von Ulfrechs Jungs zu töten. Ja, du Armer. Keine solche. Würde jemand bitte diese Magie dämpfen? Welche Magie? Du meinst den heißen hier? Ist ja weg. Komm. Komm schon. Ich hoffe, dass ich irgendwann meine eigene Taverne betreiben werde. Ja, dann nimm doch die weg. So, Hund, du nervst. Er läuft immer in mich rein. Was ist das für eine KI? 4 Schilde. Wir haben hier in Dorna, also nicht hier, wo ich wohne, sondern in meinem Nachbardorf, wo ich herkomme, ein Schwert. Eine Taverne namens Schwert. Wir sind hier in Skyrim, hier in Dorna. Alte Pius. Okay, dann redet nicht mit uns. Ja? Ja, ja. Ja? Hey, Mons. Wieso weiß ich die Namen, weil sie einfach unten drunter stehen? Ja, ich will etwas von euch. Ich will euch berühren. Leute, die hart arbeiten, haben auch das Recht, einen über den Durst zu trinken. Das gleiche gilt für Leute, die eine Frau wie meine ertragen müssen. Klingt so, als hättet ihr Probleme, Horgeir, mit eurer Frau. Sie heißt Olda. Solltet ihr bereits ihre Bekanntschaft gemacht haben, wisst ihr vermutlich, wovon ich spreche? Weil du trinkst. Ich schwöre, diese Frau ist der schlimmste Hausdrache in ganz Himmelsrand. Ich bin auch ein Hausdrachen. Ich glaube, statt einem Herz sitzt ein Eisklumpen in ihrer Brust. Ja, aber ich bin auch ein Hausdrache und mach nicht Stress zu meiner Mutter. Das Tablett ist gerade abgehoben. Wie alt ist diese Steinbrücke bei der Stadt? Schwer zu sagen. Sie ist alt, so viel steht jedenfalls fest. Sie stand schon lange vor der Stadt hier. Ich hoffe nur, die Brücke überlebt den Krieg. Ihr müsst in beiden Richtungen sehr weit gehen, bis ihr einen anderen Weg über den Kart findet. Wenn eine Seite verhindern will, dass die andere den Kart überquert, nein. Ist es möglich, dass sie die Brücke einreißen. Nicht verhindern. Verkauft sich euer Holz besser, seitdem der Krieg angefangen hat? Darauf könnt ihr Gift nehmen. Die Nachfrage war noch nie so hoch. Zu
Zumindest nicht, seit ich die neue Mühle gebaut habe. Nein, Gift trinke ich darauf nicht. Bis zum nächsten Mal. Hundi, du bist so schön jetzt. Nicht mehr so grau wie im Hauptspiel. Miko. Ja. Also grau ist auch eine schöne Farbe, aber graue Hunde sind jetzt nicht gerade meine Spezialität. Möchte euch bestehen, mehr möchte ich euch nicht. Ach komm, wir sind doch so schlecht. Oh, ich habe noch Eisenbahnen. Gold gefunden. Ich bin direkt hinter euch. Ist mir egal, du musst mir nicht anreden. Aber du. Ich heiße Feida, ich betreibe die Taverne. Ich habe dich gar noch nicht angeredet. Wieso bist du so grau? Werft einen Blick darauf. Apfelkuchen. Ich glaube, du bist auch ein bisschen besoffen. Hm? Ich möchte gerne ein Zimmer mieten eigentlich, aber... Ja, okay, es lohnt sich schon noch. Habt ihr Gerüchte gesehen? Es heißt, es gebe in Riften. Ja, das habe ich aber schon gehört. Also ich möchte gerne 10 Euro wegen dieser Kiste dort. Weißt du, man bekommt einfach das erste Mal kostenlos die... Ja, einfach ein anderes Zimmer, aber... Lasst mich in Ruhe. Ich will nicht nur befummeln. Oh, du hast eine Holzkette. Nicht eine Holzkette, sondern eine Holzkette. Ah, das brauche ich. Kann ich dich bestehen noch? Wieso liegt hier jemand? Ich will nicht das Bett hier benutzen, wo jemand... Lass mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Ja, aber warte kurz. Wie viel Prozent? 0%. Hey, ich bin der beste Taschendieb. Kannst du mal bitte rausgehen? Ja. Wieso ist hier der Bade in meinem Sack? Okay, das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Nein, jetzt gehe ich. Brauchst du etwas? Ja, ich brauche etwas, dein Bett. Dankeschön. Puh, 6 Stunden ungefähr. Meine Güte, ist es kein stressig die ganze Zeit. Das richtige Stressspiel. Du erwachst und bist gut ausgeruht. Nein, hätte ich jetzt nicht gedacht. Hm? Braucht ihr etwas? Ich will mit jemandem reden können. Ah, hallo? Hm? Nee. Guru. Ja. 3 weiße Tauben. Was bist denn du für ein Mordseber? Du bist ein Schwein oder ein Eber? Kann ich nicht erkennen. Was? Lass mich doch dein Schwein beschichtigen. Wo ist dieser Faulpelz? In der Taverne am Saufen? Hallo, Olga. Stört euch die Anwesenheit der Wachen hier? Nein. Natürlich begrüße ich die Anwesenheit bewaffneter Fremder, die sich einen feuchten Dreck um uns scheren. Okay. Natürlich stört es mich. Es ist sicher nur noch eine Frage der Zeit, bis sie unsere Mühle im Namen ihrer Kriegsanstrengungen beschlagnahmen. Ja, und werd es ich. Wird nicht lange dauern, bis noch mehr Wachen hier sind. Dann verlieren wir auch noch unsere Häuser. Das hier ist erst der Anfang. Merkt euch meine Worte. Du hast einen Besen in der Hand. Prügel sie windelweich. Besitzt eure Familie die Holzmine? Nein, mein Hausdrache. Sie gehört noch meinem Mann. Ja, du bist der Hausdrache. Er wird sie bald verlieren. Er ist mit seiner Grundschuld im Verzug, aber das hindert ihn nicht daran, sein ganzes Geld zu versaufen. Das macht er schon nicht. Jetzt sind wir hoch verschuldet, haben nicht den geringsten Heller und stehen kurz davor, unsere einzige Erwerbsquelle zu verlieren. Was denn? Deine Mühle? Oder dein Hausdach? Bis zum nächsten Mal. Ja, ist gut. Mann, die Schweine sind viel zu laut irgendwie. Kann man die ein bisschen runterstehen noch? Das ist für mich ein bisschen zu laut, vielleicht für euch nicht so. Aber für mich ist schon Stimmen. Sind das Effekte? Einfach ein bisschen leiser, bitte. So. Meine Güte, die lassen sich gar nicht herunterstellen. Das ist einfach so ein extra Soundfile, den du nicht herunterstellen kannst. Guru. Können wir etwas herstellen gerade? Hm. Wir haben gar kein Metall. Hä? Irgendwas Metallisches. Ich bin wieder am Klauen, weil ich das einfach kann. Wieso sieht mich eben ständig ein Huhn oder ein Schwein
Goldene Taube. Ey. Ich will nur leveln. Lass mich mal ein bisschen unsichtbar werden. Ich glaube immer, wenn man hin und her, also wenn das Auge offen oder zugeht, auf und zugeht, dann levelt man ein bisschen. Und ich kann jetzt hier einfach nicht irgendwie, irgendjemand tut mich immer sehen. Es ist einfach zu schwer noch. Also wir müssen einfach besser werden, das heißt es. Ihr braucht etwas? Ja, früher war Intelligenz. Ich auch ein Abenteurer. Aber dann habe ich brauche irgendwelche intelligenten Dinge, wenn es keine ja. dumme Dinge. Ich brauche einfach ein bisschen Intelligenz für die KI. Macht euch nützlich und hackt etwas Feuerholz. Ihr könnt euch dabei auch etwas verdienen. Ja, dass du wieder versaust. Saust. Auskatze. Tjo, gehen wir wieder weiter. Ich möchte noch Einsamkeit, weil man dort immer so einsam ist. Und der will auch nicht rein. Ich gehe einfach. Ich nehme dich mit. Weil ich muss ja noch 10, also 9 andere Hunde finden. Und nicht Katzen. Ich gehe mal hinten durch. Ja, Skyrim ist halt wunderbar schön. Ja? Also, ich meine, ich habe Kingdoms Come Deliverance gekauft mit allen Elons. Ich werde das auch noch let's playen natürlich. So bald wie möglich. Ich habe es jetzt runtergeladen gestartet, aber ich habe noch das HD Texture Pack und alles runtergeladen. German HD Audio, irgendwie so etwas. Und da muss ich noch alles ein bisschen checken, wie es funktioniert. Wolkirchen sind doch giftig, da kann man sich gute Tränke machen, die teuer sind. So, und jo, Einsamkeit wird eigentlich jetzt dann bald kommen. Ich mache mal hier nochmal so ein Autospeichern. Schnell speichern, genau. Ich verwechsel die zwei Namen. Ich bin halt hochbegabt. Und hier ist Mike. Hallo Mike. Ja, wie geht's dir? Und wie ist es in, sag schon, in deinem Heimatsland, hä? Elsweier heißt's. Mike wünscht euch alles. Oh, Dankeschön. Ja, alles Gute auch an unsere Zuschauer. Mike weiß nicht, was am Schreien so beeindruckend sein soll. Mike kann schreien, wann immer er will. Fuß rot, da! Mike hat einmal eine Schlammkrabbe gesehen. Ekelhafte Kreaturen. Ja, die gibt's hier in der Region. Die gab's in Morrowind viel zu oft. Du warst doch auch in Morrowind. Wie war's damals vor 200-300 Jahren? Hä? Mike liebt die Leute von Himmelsrand. Sie erzählen sich viele interessante Dinge. Ach ja. Mike ist jetzt müde. Geht jemand anderem auf die Nerven. Jetzt bin ich beleidigt. Tschüss. Der kommt immer wieder und redet einfach Quatsch. Aber nicht wundern, ich habe ihn gern. Genau deswegen habe ich ihn gern. Weil er Quatsch redet. Er redet halt auch ein bisschen außerhalb von Skyrim. Also von diesem Bundesstaat. Das geht euch nicht. Ja, ist gut. Ich wollte nur hinschauen, du Dumme. Die dummen Nüsse. Die sind immer so blöde. Die sind halt wach. Die müssen blöde sein. Gut. Ja, ich freue mich auf Mike. Ich habe ihn endlich mal wieder getroffen. Ging lange genug. Wann habe ich ihn das letzte Mal getroffen? Noch nie. Man weiß es einfach. Das ist das Coole, oder? Ich weiß einfach Dinge, wo ich nicht gesehen habe. Also. So, Einsamkeit, oder? Da oben ist der blaue Palast, den kenne ich auch noch von irgendwas. Ich war noch nie hier, aber ich weiß trotzdem die Dinge, keine Ahnung wieso. Schreibt mal in die Kommentare, wieso ich Dinge weiß, wo ich noch nicht erlebt habe. Vielleicht bin ich eine höhere Macht. Man weiß es nicht, also erzählt nichts davon, weil ihr wisst es wahrscheinlich und ich nicht. Ah, das ist ein Ding, der Wagen. Cutlass hoch. Du, wer bist du? Du bist der Terrier, das weiß ich. Weil es da drunten steht. Ja, ihr braucht etwas? Ich will dich anheuern. Wo ist jetzt diese dumme Jarvis? Hallo Jarvis. Du bist faul, du kommst nicht hinterher. Ich will mal kurz kochen. Einen Kebab kochen. Wieso kann ich hier... Eine Pferdehüfte? Ich mache mal Pferdefleisch und Lachsbraten. Ganz viel Lachsbraten. Okay, kostet Salz lieber nicht so viel.
Ja, das braucht der Bergsalz. Wieso braucht er alles Salz? Ich will nicht so viel Salz ausgeben. Deshalb mache ich einen Horker-Eintopf. Ist sicher besser als ein Heidrank. Ich bin der beste Koch dieser Welt. Jetzt kommt noch dieser eine, ihr wisst denn nicht meine, und sagt, ich bin doch schon der beste Koch. Wie heißt er schon wieder? Der Kochmeister? Keine Ahnung. Es gibt einen, den man töten muss, übrigens. Ich sag noch nicht so viel. Bürger? Unterhalten wir uns. Wieso kann ich hier nichts machen? Ich glaube, ich muss Redekunst ein bisschen haben. Und das ist so schwer, oder? Ich kann nicht Redekunst. Ich habe einen Crash gehabt. Wieso crasht Einsamkeit jetzt? Hä? Welcher Mod ist das? Ich hoffe, es ist nicht ein bestimmter Mod, den ich brauche. Wir starten gleich, wie das startet. Auch sofort wieder. So. Jetzt muss ich wieder schauen, welcher. Sonst gehen wir einfach nicht in die Nutzungskraft rein. Ja, muss ich ja irgendwann mal. Okay, wir haben nicht gespeichert. So ein Mist. Wieso tut Skyrim nicht automatisch speichern? Also einfach in einem neuen Slot immer. Gut, das können wir mal vergessen. Dann gehen wir doch mal einfach zur Kutsche und reisen in ein anderes Gebiet und ich fixe das, bis ich dann hingehen muss. Oder früher schon. Aber wo sind denn eigentlich meine Viecher? Melko und Jarvis? Wo sind die hin? Ach ja, die sind in der Taverne gefangen, stimmt. Ja, easy. Ich gehe aber zum Blauen Palast. Tschüss. Crash. Tschüss. Crash. Tschüss. Crash. Tschüss. Crash. Psst. Ich sehe da. Ich kann nicht zoomen. Wollte wie in Minecraft mit einem Mod. Optifine. Wollte ich zoomen. So, soll ich euch mitnehmen? Ja, aber bitte nicht so viel. Wisst ihr, was ist die Rübe Einsamkeit? Ter. Seit ich mich erinnern kann, ist Einsamkeit die Hauptstadt von Himmelsrand. Ach, wirklich? Die meisten Großkönige von Himmelsrand waren zuvor Jarl von Einsamkeit. Was gibt es noch? Die Bardenakademie. Und die Hauptverwaltung der Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft. Oh, interessant. Direkt hinter dem Haupttor bekommt ihr im zwinkernden Skever Zimmer zu guten Preisen. Und dann gibt's noch diesen Augenblick, der Crash heißt. Dankeschön. Wieso sind Mods so extremst verbuggt? Wieso? Ich will am liebsten einfach alle Mods deaktivieren. Könnte ich auch, aber ich könnte so Challenges machen. Nur die ganze Zeit gegen die Assassinen sein, also gegen diese Nacht. Wie heißen sie schon wieder? Dunkle Bruderschaft, genau. Oder ich könnte nur mit Bogen spielen oder so. Wenn ihr das wollt, schreibt es mal in die Kommentare. Einfach ohne Mods spielen. Ja, okay. Wohin soll's gehen? Ich will ja mit Mods ein Projekt haben, aber wenn es das nicht geht, dann mache ich einfach ohne Mod. Zweilauf. Schwarzlauf. Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Also die Zweisamkeit ist ja hier und jetzt gehen wir nach Schwarzlauf. Komm, Miko, komm, renn hinterher. Bitte komm mit. Hat grüne Augen? Cool. Oder gelbe? Nein, sind grün. Weißlauf wurde um die Metalle schon was gekappt. Okay. Ich habe wieder einen Crash. Gut, ich beende somit das Let's Play und starte ein neues ohne Mods. Nein, ich muss das einfach suchen. Hä? Ich muss einen Mod suchen, der irgendwie wieder zum Crashen. Ah, vielleicht hat dieses, also ich kann mal zeigen, das. Vielleicht hat dieser eine Mod sich wieder aktiviert automatisch. Es war. Ja, ist wirklich nicht mehr drin. Hä? Es war der eine Mod. Also die Mods, die ich jetzt hier aktiviere, die gehen nicht. Die sind verbuggt. Ja. Vernies ist es nicht. Das ist ein cooler Mod. Ich weiß nicht genau, welcher es ist, aber mit NPCs. So Summon Space sind halt cool. Aber die funktionieren auch nicht richtig. Also die
Die Adronachen sind trotzdem nicht länger da. Genau dieser Mod, wo ich jetzt auch gesagt habe, man wird die ganze Zeit beim Schleichen gestört, wo ich dann einfach aktiviert habe, also installiert habe. Und sonst, ich weiß nicht, welcher Mod es ist, das ist nämlich nicht dabei mehr. Ich habe ihn wahrscheinlich auch deaktiviert. Jo. Gut, es könnte der andere Mod sein, nicht der Follower-Tweak, sondern der UFO-Mod. Und den möchte ich eigentlich aktiv halten. Ich werde eventuell den halt einfach wieder deaktivieren müssen und selber halt kämpfen. Aber ich wollte einfach so viele wie möglich haben. Also German Translation. Vielleicht ist nur German Translation verbuggt. Ich werde es mal austesten. Gut, Dankeschön fürs Sehen, bis zum nächsten Mal. Also fürs Anschauen, nichts fürs Sehen. Sehen dürft ihr auch gerne ohne dir das zum Anschauen. Und wenn ihr so Challenges möchtet oder so, und ich werde einfach mal Kingdom Comes Deliverance spielen. Da habe ich für 80% minus, ja, für minus 80% jetzt gerade heruntergeladen. Also gekauft und heruntergeladen. Und ich habe das hier, die Royal Edition, gekauft übrigens. Für 9 Franken. Schweizer Franken. So, Dankeschön fürs dabei sein. Also wenn jetzt das Kingdom Comes Deliverance Let's Play kommt, in ein paar Tagen oder so, weil ich in die Klinik muss, dann ist Skyrim momentan auf Eis gelegt, dann habe ich es noch nicht gelöst, die Crashs. Aber keine Ahnung, also sagt mir nicht, wie man das lösen soll als Spieler. Ich kenne mich mit Mods nicht aus, ich kann nur das Ausschlussprinzip wieder weitermachen. Und das dauert wie Ewigkeiten, weil ich so wenig Zeit habe. Gut, also, Dankeschön. Oh, guck mal, ein Priester. Ein Mönch. Oh, geil, Kämpfe in einer Burg. Schön. Das Spiel wollte ich schon lange zeigen, aber ich hatte nie das Gefühl, so richtig Rollenspiel machen zu wollen. Und dann in den Stress zu kommen, weil das Spiel sagt, jo, ich bin zu schwer oder so. Ohne Rollenspiel. Also nur mit Rollenspiel zu schwer. Oder schon auch ohne Rollenspiel zu schwer. Aber Rollenspiel macht immer die Spiele viel schwieriger, weil man nicht immer so mega hastig und exakt spielen darf. Man muss ja auch manchmal ein bisschen einstecken oder sonst irgendwas. Aber gut, vielleicht ist es schon geeignet. Ich werde einfach nicht auf höchstem Schwierigkeitsgrad spielen. Und Fallout wollte ich ja auch spielen. Ja. Sekiro wollte ich bei Erscheinen kaufen, aber es war zu teuer. 60 Euro, also 60 Franken. Und jetzt nur noch die Hälfte momentan. Red Dead Redemption wird auch irgendwann mal kommen, vielleicht eher in einem Livestream, ist eher ein Livestream-Projekt. Aber gut, ja, okay, dann werde ich wieder gestreamt, ne? Das ist nicht so toll. Tschüss zusammen, Dankeschön fürs Dabeisein und Dankeschön für die Unterstützung. Tschüss!